Willkommen zurück bei Knallhart durchgenommen, Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Mit mir, Donny O'Sullivan, Ihrem höchstpersönlichen Jedi Guide für Kalkatan und andere Jedis. Wir steigen direkt in das Spiel ein. Und zwar hiermit. Mit Kyle und seinen unglaublich geilen Klöten. Boah, geil. So, wo kam ich her? Ich kam von hier. Alles klar, jetzt geht's weiter. So. Schalter. Betätigung. Was ist passiert? Weiß man mal wieder nicht. Wahrscheinlich draußen etwas. Ist irgendwas aufgegangen oder so? Ah ja, die Tür, ne? Okay. Joa, ich würde jetzt am liebsten springen, ne? Aber ich glaube, da verliere ich ein bisschen Energie. Aber YOLO! Ja. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt gleich nochmal so ein Kampf. Das ist doch so hier so ein... Das ist doch hier 100 Pro so ein Jedi-Kampf-Setting. Ich speichere mal. Ich weiß, der Sprung hat mir gerade abgezogen, aber ich habe keinen Bock, dann nochmal außen rumzulaufen wie so ein Streber. Das ist doch 100 Pro. Ja, war klar. Oh, zwei! Wow, ich mach Geschwindigkeit. Ich konzentriere mich auf einen. Bam, Bitch. Siehst du, ich habe den einen weggestoßen. Geil, es hat geklappt. Habt ihr gesehen? Das war cool. Ich habe den einen weggestoßen, während ich den anderen platt mache. Richtig geil. Sprich mal schnell. Ganz schnell. Jetzt hat er es geblockt. Ich greife mir den mal. Geht das? Da muss man schon geilere, Macht haben. Ich frage mich gerade, ob das nur Zufall ist oder ob ich das wirklich steuern kann. Nämlich vielleicht zu versuchen, eine Rolle zu machen und dann von hinten zu kommen oder so. Ich sterbe gleich wahrscheinlich. Die finden hier aufpasst. Ja, lach du nicht so scheiße. Hast auch mal angefangen. Ja, der ist auf einmal jetzt wieder viel besser, oder? Vorhin konnte ich den wegstoßen, jetzt nicht mehr. Und gleich. Oh Mann. Ja! Ja! Kalkatan! Spring und furz! Yes! Bitches! Bitches! Speichern. So. Das war so klar, dass hier ein Kampf sein würde. Hüpf hier drüber und mach eine Rolle. Level web. Ich denke mal, da ist nichts hier. Ich gehe mal direkt hier hoch. Puh, nicht mehr viel HP. Bug da habe ich auch nicht. Juckt es da lang zu gehen, obwohl, naja. Das könnte ein Versteck sein. In die Richtung, weißt du? Vielleicht irgendwie so ein kleiner Schacht oder so. Warte mal. Nee, da ist nix. Okay. Aber hier bestimmt. Ich brauche mehr Verstecke, Mann. Whoa! What the fuck? Die sind auf einmal aufgetaucht. Hä? Was war das denn? Oh, ich sag doch, was war das? Aber die sind doch... Aber das ist doch irgendwie... Nö? Die sind einfach aufgetaucht, ne? So, ich spreche mal hier. Was ist das hier? Hä? Ganz schön schwierig. Ja klar, ganz schön schwierig! Das ist ja von dem Spiel so gemacht, dass man da sterben muss beim ersten Mal, oder? Das weiß doch kein Mensch. Und dann kommen auch noch Gegner da hinten. Was mache ich jetzt mit dieser ganzen, Informationen? Ich würde sagen, ich nehme mir einen Wookiebuster und versuche stehen zu bleiben, erstmal die Gegner zu eliminieren, dann daraus mich zu bewegen irgendwie. Hier kommt der, ne? Ja, hier. Ah, okay, alles klar. Gang. Ach, echt nicht einfach.
Ganz schön schwierig. Ja, also ich krieg da keinen Winkel auf den. Warte mal, was brauche ich? Was ist da? Welche Waffe ist da am besten? Vielleicht der. Bis ich den anderen wieder aufgeladen habe, dauert dann wieder so lang. Ganz schön schwierig. Okay, war schlecht gezielt, aber den kriege ich auch jetzt, ne? Okay, speichern. So, und jetzt mache ich hier einfach. Gehe ich hier ganz gechillt. Dann gehe ich das jetzt einfach. Ich könnte doch eigentlich. Warte mal, ich speichere mal. Ich könnte doch theoretisch ganz hoch springen, dann kriege ich doch auch die Explosion hier nicht, ne? Okay, nein. Kriege ich doch. Ja. Wieso kompliziert denken, wenn es auch einfach geht? Speichern. Gib mir das imperiale Schnellfeuergewehr. Mach auf, dich zu bewegen. Muss ich da rüber? Ich weiß nicht, oder? Nee, hier ist auf jeden Fall Sackgasse. Ich speichere mal. Oh, ich sterb, es war so klar. Ich muss den erstmal machen hier. Ah, das war doch nice. So, ich speichere jetzt hier mal nicht, weil ich glaube, ich habe nicht genug HP. Kann man im Wasser landen vielleicht einfach? Und dann tut's nicht, macht es nichts aus. Weil wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot. Ich habe noch nicht gespeichert, aber vielleicht überlebe ich es doch. Nee. Probieren wir es mal mit Wasser. Ja, da geht's. Aber da hat mich der Typ getroffen. Okay, also ich muss also den Typen irgendwie machen erstmal. Und dann wieder hier rüber hüpfen, wenn es reicht. Oh Mann, Leute, mit wenig HP ist einfach alles schwierig. Warte mal, ich mache jetzt, versuche jetzt das Allerkrasseste. Ich wollte ihn eigentlich in der Luft machen. Naja, immerhin. Aber wie geil das gewesen wäre, oder? So in der Luft so runterspringen und dann so in der Luft einen Wookie Blaster in den Head. Okay, speichern. Geschwindigkeit an und greif ihn dir. Hä? Wo kam er denn her? Na gut, wenn er sich eh nicht bewegt, kann ich den ja auch so machen. Speichern. Ah ja, da oben, ich sehe ihn schon. Richtige Wutz da oben. Ups. Naja. Oh, das ist alles so schwierig immer. Ich bin aber auch echt unfähig. Warte, ich mach's so. Geschwindigkeit, Lichtschwert. Komm du mir mal her jetzt hier. Da war doch noch einer. Mach erstmal die platt. Und dann ersniper ich mir die anderen Typen. Ja. Ich hab's aber auch gerade verkackt. Okay. F1, Schwert. Oh, Leute! F1. Schwert. Jetzt war's nice. Und jetzt weg hier. Weg. Und jetzt schneipe ich mich schön ab hier. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, ey, das ist wirklich schwer. Boah, der war nice. Hey, das kann nicht wahr sein. Ist einfach das schwerste Spiel der Welt. Dieses Spiel macht mich fertig. Das muss man auch erstmal timen, diese Schüsse hier, die Schwerthiebe, die sind echt nicht einfach. Ich weiß nicht, zock das mal selber, bevor man jetzt sagt, dass ich mich richtig dumm anstelle. Geh, ich hau jetzt hier ab. Ich hab keinen Bock. Alter Scheiße. Aber das ist ein Sturmtruppler mal wieder. Okay, ein Schuss und ich bin tot. Aber hey, Gazellen. Okay, ich habe nichts getroffen, original. Aber die Gazellen, Donny, ist einfach am Start. Gib mir nochmal F1.
Gazellen, Donny. Und jetzt greife ich mir den. Ja! Gazellen, Donny! Oh! Wow! Dafür, dass ich so unfassbar scheiße in diesen Raum reingekommen bin und nichts getroffen habe und nur ein Schuss mich getötet hätte, hatte ich. Wollte gerade sagen, habe ich es gut gemacht? Nein, habe ich einfach verdammt Glück gehabt gerade. Egal. Whatever, weiter geht's. Munition. Ja, das ist nicht das, was ich unbedingt brauche. Ich brauche Energie, Leute. HP, pack das. Habe ich keine. Aber geil, auch schön mal wieder Sturmtruppler zu sehen, ehrlich gesagt. Gar nicht mehr so ein ungewohntes Bild. Ganz vergessen, ganz vermisst, die Dudes. Okay, immerhin wieder Schild, ein bisschen speichern. Okay, gucken wir mal, was hier geht. Da kommen bestimmt welche. Wo ist Vader? Wo ist Vader? Sag mir, wo Vader ist. Okay, F1 und übelst. Rocken. Ich höre erstmal zu. Hago, ni Gigi? Sie sind jetzt auf sich gestellt. Hago, na Gigi? Okay, ich dachte, vielleicht bekämpfen die sich gegenseitig. Leute, ihr kennt mich, ich bin der TD-Man. Und der TD-Man hat eine Idee. Der TD-Man speichert jetzt erstmal, fährt da hoch und wirft eine unfassbar geile TD und dann sterben alle auf einmal. Pass auf. Das wird so krass. Oh, wie geil. Und der stirbt auch noch. Komm, tschüss. Ja, ciao. Und um es zu Ende zu bringen mit TDs. Ja, tschüss. Netter, wer kennst du das? Aber gar nicht so schlecht, oder? Klopfe ich mir mal selber auf die Schulter. Und jetzt gibt's erstmal zwei Bagdas. Bagdad-Kanister, richtig geiler Bagdad. Das können nur Druiden bin. Oh ne. Zugangskarten. Wer hatte denn eine? Wahrscheinlich wieder so ein Imperium-Typ, der nur mit breiten Beinen den ganzen Tag da steht. Okay, Schwert raus. Und ich aktiviere jetzt schon Geschwindigkeit. Wow! Der ist rot. Aber guck mal, wie ich den direkt. Ich gebe dem richtig. Ihr seid auch erstmal weg. Oh nein, das war ein guter, oder? War das gute? Oder schlechte? Der sah so aus wie einer von den Guten. Scheiße, war das jetzt ein Fehler? Was? Alter, wie hat er denn? Ja, komm du her. Ich greif dich. Ja, was los? Ah, komm mal! Ah. Boah, der ist hart. That's what she said. Warte mal, war das vielleicht ein Kontrollpunkt? Nö. Okay, da muss ich meinen schönen Super-TD wieder machen, neu. Aber kriege ich jetzt diesmal noch besser hin, passt auf. Ich habe nämlich vorhin in die falsche Richtung geschaut auch. Ist dem einen vielleicht aufgefallen, dem einen oder anderen. Boah, ja, göttlich. So, jetzt Geschwindigkeit. Den schnell machen. Da wartet schon der Arsch. Deswegen machen wir erstmal hier die Bagdas. Gönnung erstmal. B, B. Speichern. Okay. Fürchtet ihr mich? Oh, der kann es so machen, oder was? Scheiße. Ja, nein, ey, der ist echt gut. Ich komme wieder mit Geschwindigkeit raus. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Hab ich vorhin ja auch instinktiv gemacht. Da habe ich den schon gut getroffen gehabt. Ja, ich treffe den gerade. Ja, nice. So ein Schweine, ey. Den einen greife ich mir, mach den ganz genüsslich jetzt. Du hast die Zugangskarte. Du hast die Zugangskarte. Gib sie mir. Yes! Yay! Yay! Okay, speichern. Jetzt können wir in den Raum rein. Mit unserer Karte du Speich. Speicher du Kart. Die Karte. Das war auch ein Künstler, oder?
Ja, hier sind Sniper, wette ich. Oder es geht irgendwie auf oder sowas. Nee, eins von drei verstecken nur. Ich hab den Machtblitz. Leute, wir haben den Machtblitz. Ja! Ich dachte, der kommt später. Wirkung, ermöglicht dem Jedi einen gefährlichen Elektroangriff. Ich dachte aber eigentlich, dass Blitz nur eine Macht ist, die Sith bekommen. Nee, Yoda hat die auch, stimmt. Der Jedi feuert einen einzelnen Blitz nach vorne, der sofortigen Schaden anrichtet. Okay, und den machen wir uns auf jeden Fall jetzt woanders. Den binden wir uns jetzt mal. Gutes. Blitz machen wir uns irgendwo auf C. Geil. Richtig geil. Geiler Blitz. So, und ich glaube, jetzt ist auch der Punkt, wo man jetzt immer mehr darauf achten muss. Auf unten rechts seht ihr gerade, wie sich das auflädt. Da muss man jetzt ab jetzt immer mehr auch darauf achten, also dass man haushaltet mit Macht. Jetzt kann ich zum Beispiel nicht Geschwindigkeit drücken, nachdem ich einmal diesen Blitz gemacht habe. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja, okay, voll daneben. Den habe ich doch, der ist schwach. Der ist schwach, den habe ich doch locker. Ja, deine Macht ist nichts für mich. Gleich zu meiner speichern. Alter, wie ich jetzt abgehe, oder? Jetzt gehe ich richtig ab. War das irgendwie eine besondere Waffe? So, noch mal. Das war doch der Schnellfeuergewehr, oder? Also ich finde, ich bin jetzt da schon ganz schön geil reingekommen in diesen Raum. Null Fehler gemacht, schön die Macht eingesetzt. Und jetzt gucke ich doch mal, ob das nicht irgendeine andere Waffe war, die wir gerade... Das war doch einfach nur... Ah nein, das war das! Wow. Was ist das? Donnie-san. Ich traue mich gar nicht zu schießen. Was macht denn das? Wie eine Schrotflinte oder was? Oh, was war das? Hä? Es ist von der Wand abgeprallt. Hä? Speichern. Das hat mir gerade selber was abgezogen. Okay, deswegen gut, dass ich gespeichert habe. Das macht irgendwie so, das schießt irgendwie so. Oh, ich höre schon wieder diese Selbstschussdinger. Mal gucken, ob ich hier nicht was vergessen habe. Geil, das ist wie so eine. Die ist wie so eine Schrotflinte. Was macht die Zweitfunktion? Wow, guck mal. TDs! TD-Werfer. Richtig geil. Danke für die Waffe. Ich wusste doch, der sah irgendwie anders aus, dieser Stormtrooper. Der hat irgendwie so auf der Schulter was gehabt. Das war doch, habe ich mir doch gleich gedacht. Ist doch irgendwas scharf kombiniert mal wieder. Da sind Selbstschutzanlagen irgendwo. Und was ist hier? Joa, speichern erstmal. Ja, duh. Ja, wie viel? Ja, jetzt auf einmal speichern. Oh, krass. Die sind ein bisschen heftiger als die sonst. Okay. Speichern. Ich glaube, der macht dem nichts aus, oder? Nee. Dann nehmen wir doch unsere neue Lieblingswaffe. Speichern. Und... Boah, hier ist voll viel los einfach in diesem Level. Überall. Nehme ich direkt ein. Oh, beide verfehlt. Original, beide Bagdad-Kanister verfehlt auf diesem Ding. Erst was ich mache, Bagdad-Kanister. Hey, hey. Einen nehmen. Schoten. Alter, lass mich mal in Ruhe.
Oh, schlecht. Schlecht. Ich bin gleich tot. Scheiße, ich brauche den Bagdad-Kanister. Oh, bitte. Und nehmen. Und jetzt. Oh, der ist voll heftig, der Typ. Oh, okay, jetzt habe ich es im Raum davor richtig geil gemacht und hier jetzt so richtig scheiße. Das ist das Karma. Das ist hier die Karma. Naja, ich glaube, ich muss einfach mehr mit dem Schwert machen, aber manchmal, wenn man so geile Waffen hat wie diese Schrotflinte, da hat man halt auch Bock drauf, die zu benutzen. Was sind die eigentlich nochmal? Die machen... Weiß ich immer noch nicht, was die machen. Das hat C3PO, oder? Wenn Sie es so wollen. Das ist aber nicht die Stimme. R2D2 und C3PO. Hm, eigentlich schon, oder? Naja, speichern. Chillt mal weiter hier, zwei Geilen. Ich check hier oben die Balustrade ab. Und ich hüpfe einfach, weil ich so geil hüpfen kann. Okay, Schwert. Irgendwas passiert jetzt. Ich drücke jetzt schon F1. Für Geschwindigkeit. Oh, Leute. Sorry, ich bin Jedi, ich kann das. Aber ich musste den mit zwei Schwerthieben von einem Jedi-Schwert, von einem Lichtschwert. Also, die halten schon was aus, diese Kartentypen. Oh, ja komm, wir machen's knallhart. Oh, das sind ja noch lauter, so Dinger! Stirb! Gazelle, hey. Die Waffe ist, glaube ich, die beste gegen diese Typen. Speichern. Guck mal, wie die abgeht. Die beste Waffe dafür. Ich check immer nicht, wann bei denen das Schild aktiviert ist und wann nicht. Guck mal, jetzt fallen diese Dinger nur ab. Woher weiß man, wann die... Das check ich nie. Gespeichert. Jetzt muss ich noch diese Anlage da kaputt machen da unten. Ja, na klar, der einen Schuss mich getroffen. Naja, war klar. So, das war einfach nur der andere Weg, den ich hätte gehen können, ne? Aus diesen. Ja. Speichern. Jo, da ist rot. Da komme ich, glaube ich, noch nicht durch. Da kann ich bestimmt nachher irgendwie auf die Tür gucken. Und da oben geht es wahrscheinlich weiter. Ah ne, warte, jetzt sind nur die Sachen hier. Klar. Ne, hier war ich doch schon. Okay. Nein, keine Panik, kein schlechtes Gefühl. Es wird nicht eine zweite Müllpresse. Oder ein zweites Feuerraum-Gefährt-Ding draufhüpfen, nicht wissen, warum man da sein muss. Abschnitt. Sondern es wird ganz gechillt. Hier, von da kamen wir. Von da hätten wir reingehen können. Ich war ja auch noch nicht oben. Das kann ich auch nochmal machen. War das das Ding, wofür ich die Karte gebracht habe? Oh! Alter. Okay. Gut reagiert aber, oder? Ha? Ha? Fahr nochmal hoch, bitte. Dafür habe ich die Karte gebraucht, oder? Für diesen Lift? War das das? F1. Und ich blitz euch nieder! Den blitze ich weg. Nein, der kann ich nicht mehr machen. Speichern. Also langsam wäre ein Bagdad-Kanister nicht schlecht. Vielleicht immer, wenn er schießt, dann kann ich ihn treffen. Was ist das? Ja, ich glaube, das ist es. Immer wenn er schießt, ist sein Guard down quasi. Speichern.
Ja, da ist halt ein Jedi. Oder was auch immer die sind, diese bösen Ficker. Gut, jetzt weiß ich es ja, deswegen mache ich jetzt schon mal, gehe ich mit Machtgeschwindigkeit da rein und werde ihn direkt mal ins Gesicht blitzen. Ah, scheiße. Ein Fehler habe ich gemacht. Das Schwert auswählen. Okay, Tür aufmachen. Geschwindigkeit aktivieren. Ins Gesicht blitzen. Komm du raus hier bitte. Komm her. Oh nein. Wo versteckt ihr euch? Ich den anderen Staubtrüppler, der gibt mir sonst auf die Nerven. Okay, den nehme ich direkt. Bagda. Ja, Mann, den habe ich richtig getroffen gerade. Und Geschwindigkeit. Habe ich keine Macht mehr. Macht muss ich erst aufladen. Ja. Jetzt komm, stirb mal. Der ist wieder so ein bisschen besser als die anderen. Scheiße. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht mal wegdrücken? Ja! Kalkatan! Speichern. Puh, Leute. Okay, hey, ich habe jetzt noch den Jedi vernichtet. Das war vielleicht ganz gut vom Timing her. Das war's. Danke fürs Einschalten. Wir müssen zum Ende kommen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und morgen, glaube ich, geht's weiter. Mit mir, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Donny und RBTV. Daumen hoch, bleibt geil.